Christina ist so unangenehm. Sie sollen froh sein, dass sie mit mir in einem Format teilhaben können. Christina ist sogar noch unangenehmer. Und die mit meinem Freund geredet hat, ist ein Stück Dreck, Alter. Dreck unter meinen Schuhen. Und ist ihr Freund Alex der Erste, der schon schwach wird? Da ist was. All das und noch einiges mehr gab es in der wundervollen zweiten Folge von Temptation Island VIP 2022, dem Format, bei dem wahrscheinlich gefühlt wieder alle Beziehungen zu Bruch gehen werden und das ich genau deswegen wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Wie üblich, die ganzen Folgen gibt's auf RTL Plus. Solltest du die erste verpasst haben, musst du dir sie jetzt unbedingt noch anschauen und dann können wir auch direkt starten mit einem der Verführer, der eine Art Urteil über die vergebenen Frauen abgibt. Und damit könnte er recht haben. Die Frauen sind auf jeden Fall ein Schnuff cooler, als ich gedacht hätte. Die sind aus einem Grund hier, und zwar zum Feiern, habe ich so langsam das Gefühl. Ja, aber natürlich nicht nur zum Feiern, sondern auch zum Flirten. Und eine Frau hat es Flocke, so heißt der Typ, ganz besonders angetan. Vielleicht wird das ja die erste Liebesgeschichte. Und mal so unter uns, bin ich eigentlich der Einzige, der findet, dass der Typ genauso aussieht wie Zuckerwatte von Ex on the Beach? Also ich sage ganz ehrlich, Sandra ist schon hart mein Crush, ne? Aber ich bin ein Fuchs, ich lasse es nicht so aussehen. Ich mache das schon, ich bin nicht dumm, ich bin intelligent. Manchmal, ab und zu, wenn ich nicht getrunken habe. Ja, allerdings hast du ziemlich viel getrunken, Flocke. Und ehrlich gesagt musst du dich erst nochmal vorstellen, damit wir wissen, warum du der ultimative Verführer bist. Auch wenn du eher so klingst wie ein Teddy, der für nicht ganz so viel Geld früher bei Karstadt verkauft wurde. Ich bin Flocke, 23 Jahre alt, komme aus Berlin, bin Unternehmer. Ja, ich würde schon sagen, ich bin ein Frauenmagnet. Ich nehme meine Rolle als Verführer sehr ernst. Wenn alles läuft, wie meine Berechnungen es sagen, dann wird es sehr gut laufen für mich. Wisst ihr, was ich mega lieben würde? Dass wenn RTL immer, wenn jemand sagt, er ist Unternehmer, dann direkt einblendet, was er genau für ein Unternehmen hat. Weil bei Flocke kann ich mir wirklich irgendwie nur eine Stofftierfabrik vorstellen. Aber egal. Er und Sandra gehen jedenfalls direkt den nächsten Schritt. Denn das, über das sie jetzt gleich reden, das ist wirklich sehr intim. Wir müssen einmal zusammen Mario Kart spielen. Das finde ich sehr attraktiv, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch einen kleinen Crush auf dich, aber ich liebe auch Tommy. Er ist ein cooler Typ, ich verstehe das zu 100%, wirklich. Yay, ein Mario Kart Dreier. Naja, wäre immerhin mal was Neues. Vielleicht sehen wir das ja noch in den nächsten Folgen. Bei einem anderen Mann gibt es immer noch intensive Blicke und die gab es ja auch schon in der letzten Folge zwischen ihm und einer ganz bestimmten Verführerin. Und das wird in dieser Folge sowieso noch ziemlich spannend. Kennst du das? Du hast das Gefühl, du hast mit jemandem so eine Connection? Aber geht nicht? Kennst du das? Ja, kenne ich. Ja, das habe ich bei dir. Mann, wenn der Single wäre. Oh nein, ich finde ihn wirklich so toll. Wisst ihr, was ich sehr verwirrend finde? Zum einen, dass es zwischen den beiden irgendwie schon am zweiten Abend so extrem funkt. Und zum anderen, wie man als normal denkender Mensch auf Alex stehen kann. Aber egal, wir können ja eigentlich auch mal in die Frauenvilla nochmal gucken und was da so abgeht. Da regt sich Michelle schon wieder die ganze Zeit über ihren Gigi auf. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da nichts passiert. Deswegen habe ich auch irgendwie indirekt schon wieder so eine Abneigung gegen ihn. Okay, ich muss ja sagen, an sich mag ich Michelle durchaus, aber ich finde es sehr schwierig, wenn man schon eine Abneigung bekommt, weil man sich selber bestimmte Gedanken macht. Das ist wie wenn man sauer auf jemanden ist, weil man was Schlechtes über die Person geträumt hat. Aber egal, ein Verführer nimmt sich ihr und ihrer Bedenken auf jeden Fall gleich an. Wirklich, du kannst jeden fragen, ich bin die liebste Person der Welt. Ja, bei mir schafft es auch. Aber er macht mich zum Monster. Bei mir schafft es auch nur eine Person. Er macht mich zum Monster. Ja, ist so. Uff. Mach dich nicht so verrückt, ey. Ja, also bei der Michelle habe ich schon ein ganz gutes Gefühl, dass da vielleicht was gehen könnte. Könnte sein und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt drauf. Bei einer anderen vergebenen Frau, nämlich Sandra, ist dann interessanterweise sogar schon wieder der nächste Verführer dran. Und der streckt seine Hände, sagen wir doch mal, sehr deutlich aus. Wir haben da so ein bisschen gekuschelt. So ein paar Momente später hat sie dann gecheckt, okay, da ist noch irgendwas im Hinterkopf, ne? Aber da... Das war der erste Abend, ne? Ja, da hat Bennett natürlich nicht ganz unrecht. Und sorry, es war sogar noch der erste Abend. Ich dachte vorhin, es wäre schon der zweite. An diesem Abend geht Sandra aber auf jeden Fall nur noch mit einem ganz bestimmten Gedanken ins Bett. Noch ist sie auf jeden Fall treu. Gute Nacht, Tommy. Ich liebe dich. Dann war aber auch schon der nächste Morgen und in der Frauenvilla gab es das wundervollste Geräusch im deutschen Fernsehen zum ersten Mal zu hören, nämlich Temptation. Und sorry übrigens für meine Brusthaare. Ich bin erstmal total erschrocken. Nein, oder? Ei, fuck.
Ich war dann echt überrascht, weil ich dachte, langweilige Dates. Aber tatsächlich gab es direkt die ersten Bilder. Unter anderem haben die Frauen nochmal gesehen, wie sie die Verführerin ganz am Anfang angegeiert haben. Und was die so ihrem ersten Eindruck nach über die vergebenen Männer zu sagen haben. Alleine wie Gigi sich jetzt schon in der ersten Nacht gibt einfach. Es tut mir sehr, sehr leid für seine Freundin, aber ich glaube, er wird es nicht überstehen. Oh oh, das hat Michelles Abneigung, die sie sowieso schon entwickelt hat, natürlich gleich nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und ich glaube, wir wissen das alle, ne? Bei Michelle und Gigi wird es in dieser Staffel noch ganz viel Drama geben. Aus dem Nix kann so eine Aussage nicht kommen. Deswegen irgendwas muss auf jeden Fall gewesen sein, dass die diese Aussage getätigt hat. Aber natürlich hat nicht nur Michelle Bilder bekommen. Nein, auch für Christina gab es von Alex ein bisschen was zu sehen. Und wir kennen ja Christina, es ist sowieso völlig egal, was sie zu sehen bekommt. Eifersüchtig wird sie eh, aber in diesem Falle hat sie auch durchaus einen Grund. Du wärst unter den Top 3, okay? Aber mehr sage ich jetzt nicht. Er merkt das, ich merke das. Es knistert. Eins weiß ich, Alex steht nicht auf Frauen wie die. Naja, Christina, gucken wir mal. Es gab dann übrigens noch weitere Bilder und die sind streng genommen für Lala. Denn wenn ihr die erste Folge nicht mehr so ganz im Kopf habt, dann ging es ja darum, dass für Aurelio bei den Frauen, bei den Verführerinnen eine dabei ist, die ihr wohl schon länger kennt und mit der er auch ein bisschen Sexting betrieben hat. Nur irgendwie scheint Lala das gar nicht zu wissen und deswegen sind die Frauen total verwirrt, um wen es eigentlich geht. Er schreibt mir seit 2 Jahren. Wen meint ihr jetzt? Das ist keine Ahnung, was er mir für Sprachnachrichten geschickt hat. Die Möglichkeit kann bei jedem Mann bestehen, dass einer von den Vieren mit ihr geschrieben hat. Lala scheint dann aber zumindest zu erahnen, dass es wohl um ihren Aurelio geht. Und sie und er leben ja zwar in einer offenen Beziehung, aber man merkt schon, dass sie das ein bisschen beschäftigt. Und by the way, ich weiß, das ist immer eine ganz persönliche Sache. Ich finde aber die Brille, die steht ihr echt richtig gut. Wenn er da jetzt was machen würde, ohne das vorher mit mir abzuklären, dann würde ich alles in Frage stellen, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe in diesen 2 Jahren. Kaum, dass die Bilder, die ja eigentlich noch gar nicht so schlimm waren, dann zu Ende gezeigt waren, haben die Frauen auch schon fleißig angefangen, sich ein bisschen reinzusteigern. Gerade Michelle war noch mal sehr negativ ihrem Gigi gegenüber eingestellt. Ich bin King, ich bin Gigi, ich bin King, ich bin Gigi, deswegen, ich darf alles, ich kann alles, alle lieben mich, immer, ich bin witzig. Selbstverliebt, volle Kanne. Ja, er denkt, er kann alles machen, was er will, er kann keine Ahnung, was für Scheiße bauen im Fernsehen. Und die Leute werden ihn immer lieben, weil er ist ja Gigi und er ist King. Aber Michelle sagt in der Folge noch etwas sehr Wahres, was natürlich generell einfach für die Beziehung zwischen den beiden gilt. Und ich weiß immer nicht so richtig, was ich denen raten soll, weil eigentlich sollten sie sich trennen. Andererseits brauchen sie sich natürlich auch gegenseitig. Nicht zuletzt für diese wundervollen TV-Sendungen. Einfach nur schwierig zwischen den beiden. Hatte diese extremen Höhen und extremen Tiefen. Und du bist auch diesen extremen Höhen so süchtig, dass du diese extremen Tiefen in Kauf nimmst dafür. Ja. Was komplett Schwachsinn natürlich ist. Interessanterweise hat dann Gigi in der Männervilla, obwohl er gar keine Bilder bekommen hat, gleichermaßen auch ein bisschen das Gefühl, dass er auch irgendwie in der Beziehung zu eingeengt ist und es gerne anders hätte, aber er weiß auch nicht so richtig wie. Und er drückt das wieder auf seine wundervolle Gigi-Art aus. Immer diesen Stress. Club oder ich? Club oder ich? Club oder... Nur weil ich Club gehe, heißt nicht, dass ich gleich bumsen muss. Ich mag mit Freunden, ich mag Musik, ich mag tanzen. Aber ist es dann auch okay, wenn sie feiern geht? Ja. Und jetzt willst du hier beweisen? Ja, dass ich auch mal zum Bäcker alleine gehen darf. Eine der Verführerinnen hat dann, wie ich finde, eine wirklich sehr gute Analyse abgegeben über die Beziehung zwischen Michelle und Gigi. Deswegen möchte ich euch die natürlich nicht vorenthalten. Und die Dame heißt übrigens, wenn ich das richtig verstanden habe, Babu. Das ist auch mal ein interessanter Vorname. Sehr toxisch, leider. Ist eigentlich ein schönes Paar, aber ich denke, das geht so in die Psyche bei den beiden, dass ich... Es wäre besser, wenn die getrennte Wege gehen. Gut, jetzt kommen wir aber mal ein bisschen weg von Michelle und Gigi und gehen lieber zu Christina. Und wir kennen ja Christina schon aus diversen Formaten und wissen, die kann sich sehr gut in Sachen reinsteigern. Und umso länger sie über die Bilder nachdenkt, die sie von Alex gesehen hat, umso schlimmer werden sie für sie. Unter meinen 3 Favoritinnen, hat er gesagt, ne? Das ist nicht mal eine Favoritin, sondern direkt 3. Stimmt. Wer sind denn dann die 2 und die 1? Das frage ich mich. Mann, Christina, mach dir doch nicht so viele Gedanken. Mach's einfach lieber wie dein Freund Alex. Der hat nicht zum einen leider immer irgendwie Pech beim Denken. Nein, der genießt das Experiment auch einfach. Also Stand jetzt genieße ich das noch, alleine zu sein. Ich freue mich einfach auf eine geile Zeit, vielleicht coole Dates. Und einfach auf eine geile Zeit. Leider gelingt das Christina dann natürlich aber wieder nicht. Und ich muss ja sagen, ich finde sie sehr unterhaltsam. Aber eine Sache an ihr finde ich richtig, richtig schwierig. Sie weiß, dass sie bei Temptation Island teilnimmt. Sie weiß auch, wenn Alex fremd geht, dann ist es ja sein Problem und seine Schuld. Aber trotzdem fängt sie jetzt schon wieder an, die Verführerin die ganze Zeit schlecht zu machen. Christina, das muss doch nicht sein. Und die mit meinem Freund geredet hat, das ist ein Stück Dreck, Alter. Dreck unter meinen Schuhen. Christina,
Wir machen jetzt mal eine Atemübung. Wir atmen ganz tief aus und dabei versuchen wir mal, dass alle Eifersucht auf uns herausfließt, okay? Hat bei Christina natürlich nicht geklappt. Also 150% vertraue ich ihm nicht. Egal mit welcher Frau er da sitzen würde. Auch die männlichen Verführer machen sich übrigens ein paar Gedanken über Christina und sagen wir mal so, ihnen fällt jetzt schon auf, das ist auf jeden Fall ein unlösbares Problem. Und ich glaube, das kann man sogar auf sehr viele verschiedene Arten verstehen. Wo denkst du, wo geht gar nichts? Boah, ich bin mir ziemlich sicher bei Christina. Gibt nichts. Bruder, die kannst du nicht anfassen, jetzt gar nichts. Gestern Michelle und die Sandra, die konntest du schon so in den Arm nehmen, so weißt du, ein bisschen so, die waren schon gut besoffen. Und überhaupt ist man sich bei einer Frau wirklich einig. Die ist zu knacken. Ich bin ja gespannt, ob die Verführer mit ihrem Urteil recht haben. In den bisherigen Staffeln lagen sie eigentlich immer falsch. Sandra kann man 100%ig knacken. Wen du aber auf jeden Fall knacken kannst, das bin ich. Das war jetzt auch ein komischer Satz. Aber egal, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du kostenlos meinen Kanal abonnierst, denn das hat für dich keinen Nachteil und für mich eine ganze Menge Vorteile. Aber gut, dann können wir ja mal zurück in die Männervilla gucken und da soll abends eigentlich kräftig gefeiert werden. Darauf hat Aurelio allerdings gar keinen Bock. Dazu ist er einfach zu alt. Die Musik etwas leiser, bitte. Ich bin echt zu alt, glaube ich. Aurelio ist so langweilig. Ja, okay, dann drehen wir die Musik halt ein bisschen runter. Aber jetzt müsst ihr wenigstens irgendein blödes Spiel spielen hier. Genau, wie wär's denn mit Wahrheit oder Pflicht? Was natürlich bedeutet, dass man bei Wahrheit dann auch die Wahrheit sagen muss. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Mit wie vielen hattest du Schätzungsweise schon Sex gehabt? Darf das? Hey, warte. Wenn ich die Wahrheit nicht habe, dann ich möchte es nicht beantworten. Immerhin sieht Aurelio dann aber selbst auch ein, dass er irgendwie nicht so richtig gut in dieses Format passt. Wobei man fairerweise sagen muss, da waren in den vergangenen Staffeln auch schon ältere Leute dabei als Aurelio. Und seit wann ist der eigentlich so ein krasser Opa geworden? Egal wie ich es drehe oder wende, ich merke einfach, dass ich wahrscheinlich altersbedingt einfach nicht in so eine Runde passe. Andere sind aber zum Glück ja noch wesentlich jünger, so zum Beispiel auch Gigi, der deswegen bei Wahrheit oder Pflicht gleich mal einen Lapdance bekommt. Und ich bin mir jetzt schon sicher, Michelle wird ihn deswegen massiv hassen. Ist toll. Ich glaube, im Club geht es ja auch gerne nicht sehr ab. Als nächste Pflichtaufgabe muss Gigi dann seinerseits tanzen und sagen wir mal, das ist sehr speziell. Ich glaube, die offizielle Bezeichnung dafür ist der Vibrator-Tanz. Wie ein kleines Vibrator in mir. Okay. Also, okay, wow. Ich war dann natürlich der festen Überzeugung, dass in der Frauenvilla auch richtig gefeiert wird. Aber es war so, wie eigentlich in jeder Staffel und in jeder Folge in der Frauenvilla war eigentlich nur traurige, allgemein depressive Stimmung. Gerade Christina war richtig, richtig down. Ich habe das Gefühl, dass er mit anderen schreibt. Ich hoffe, dass alles gut geht, Alter. Och Mann, Christina. Immerhin hat Michelle dann aber versucht, sie zu trösten, hat allerdings einen Satz gesagt. Ja, bei dem muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hätte ich ihr dann auch nicht geglaubt. Mensch, sag doch nächstes Mal irgendwie, Alex sieht gut aus oder er kann gut Kaffee kochen. Nicht ausgerechnet das. Alex ist doch intelligent genug. Ja, nee, in manchen Dingen ist er nicht intelligent. Ich habe Angst davor. Fairerweise muss man allerdings sagen, dass sich Alex wirklich nicht so intelligent verhält, denn wir erinnern uns ja an die Verführerin Vanessa und auf die wirft er Auge um Auge um Auge. Sogar seine Männerkollegen machen sich langsam schon Sorgen. Alex ist scheiße. Alex, da ist scheiße und der ist drin. Unten drin. Aber auch die anderen Männer sind keine Kostverächter. Das beweist gerade Gigi dann doch nochmal beim nächsten Frühstück. Und das wird ihm dann interessanterweise sogar im Stehen serviert. Wir probieren. Hey. Ja, okay. Oh, deine Augen. Mhm. Schon cooles Mädchen. Auch körperlich ganz gut. Also Gesamtpaket. Na, wenn Gigi das sagt, dann darf sie sich ausnahmsweise sogar noch mal selbst vorstellen. Und irgendwie bin ich ganz froh, dass RTL in diesem Jahr nicht ganz so viele von diesen peinlichen Videos gemacht hat, wo die Verführerinnen was ganz Schreckliches sagen müssen. So langsam lernen sie wirklich dazu. Ich heiße Thülay, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Düsseldorf und Berlin. Gigi und Alex haben dann später am Tag übrigens noch ein Gespräch darüber, dass sie schon vielleicht ein bisschen zu viel zulassen und ein anderer der Männer das besser macht als sie. Allerdings sind sie sich auch sicher, dass der das nur tut, damit es vor der Kamera gut aussieht. So, bra, wir machen einen Fehler. Also, du weißt ja immer dieses, wie eine uns berührt. Oder Domi, der haut gleich ab. Nee, hör auf mit den Fingern, Frank. Ich glaube, Domi macht ein bisschen auf Krampf. Ah, fuck, die hat mich berührt, ich renn mal weg.
Aber wenn die Kameras aus, glaub nicht, dass du da wegrennst. Allerdings, da ist Gigi einigermaßen selbstkritisch, ist Tommy nicht der Einzige, der vor der Kamera irgendwie anders ist als sonst, sondern er selbst gehört wohl auch dazu. Und an dieser Stelle muss ich übrigens eine Sache mal wirklich voller Inbrunst und Emotionen loswerden. Gigi hat einen geilen Pulli. Ich will den auch. Das Problem ist, was ich bemerkt habe. Gigi, wären die Kameras nicht da, du wärst nicht abgehauen. Du bist nicht du, meinst du? Ja, das will ich gerade. Das check ich gerade. Ich würde auch die ganzen Menschen enttäuschen. Alter, ich muss ich sein. Ich will mich nicht verstellen. Die Menschen lieben mich, weil ich immer so dumm bin, wie ich bin. Hat er perfekt zusammengefasst und beweist dann auch noch kurz darauf, als abends eine wundervolle Party gefeiert wird. Die hat auch ein Motto, das erklärt er uns nochmal. Wir haben eine Goldparty. Schön bunt, mit ganz vielen schönen Farben. Nein, eigentlich ist nur eine Farbe Gold. Ach, Gigi ist schon ein echter Philosoph. Und er inspiriert auch andere auf eine ganz tolle Art und Weise. Das, was Tommy gleich sagt, das stimmt einfach. Ich muss eins sagen, seit ich den Gigi kennengelernt habe, bin ich ein bisschen mehr Gangster geworden. Ja, alles klar. Und während Tommy langsam ein Schwerverbrecher wird, wird Alex auch langsam ein Beziehungsschwerverbrecher, denn er kann seine Augen und Hände irgendwie nicht von dieser Verführerin Vanessa lassen, die übrigens, ich läster ja sonst die ganze Zeit immer über Ohrringe, ausnahmsweise mal ganz schöne davon trägt. Ich fühle mich gut, ich fühle mich langsam so angekommen. Ne? Man öffnet sich immer mehr. Eigentlich will ich nicht, dass ich jemanden toll finde, der eine Freundin hat, weil es fühlt sich falsch an. Aber ich weiß es nicht. Der ist der erste Mensch, wo ich mir wirklich denke, ich habe so einen krassen Klick mit dem. Hä? Hat Vanessa gerade gesagt, sie möchte nichts mit einem vergebenen Mann anfangen? Warum zum Teufel ist die denn bitte als Verführerin bei Temptation Island VIP? Naja, egal. Sie und Alex sind jedenfalls jetzt schon auf der gleichen Seelenschwingung, was ehrlich gesagt für sie kein so gutes Zeichen ist. Ich glaube, es wird auch anders aussehen, also wenn er Single wäre, dass da irgendwie definitiv schon mehr gegangen wäre. Aber ich schließe bei ihm aufgrund dieser Energy nichts aus. Auch bei den Frauen gibt es dann übrigens eine wundervolle Party und gerade eine bechert das halbe Alkoholbuffet weg. In Fachkreisen nennt man sie auch nur das Fass. Ja, Christina hat schon... Ja, so einiges intus, würde ich sagen. Ja, und bei Christina muss man ja sagen, wenn sie nicht betrunken ist, dann finde ich sie immer latent aggressiv und ein bisschen toxisch. Aber wenn sie betrunken ist, dann ist sie latent aggressiv und toxisch. Es wird zu blöd hier gerade die ganze Zeit. Bla, 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 bla. Und Christina kann nicht sprechen. Du brauchst auch nicht so lachen. Ja, genau, denn Christina kann sehr wohl noch sprechen. Nur redet sie halt leider die ganze Zeit nur gequillte Scheiße und tut jetzt so, als wäre sie ein absoluter A-Promi. Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt unsicher, ob das so stimmt. Du kannst mir immer in die Kommentare schreiben, wer für dich eigentlich der berühmteste Kandidat ist, aber für mich ist es auf jeden Fall nicht sie. Guck mal, ich bin der Big Boss hier im Haus. Das hört sich scheiße an, aber ich bin halt der alte Hase hier. Ja, aber dann darfst du gerade bei sowas erst richtig rein. Und wenn ich zu reden habe, hat jeder seinen Maulteil. Gerade diese Weiber, das sind Opferweiber. Alter, Christina, ich weiß, du hast ja eine ganze Menge getrunken, ne? Aber ich hoffe, du meinst das nicht ernst. Hier im Interview, wenn du ein bisschen ausgenüchtert bist, dann sagst du doch bestimmt was anderes, oder? Ich muss sagen, ich bin die krasseste hier. Das hört sich sehr arrogant an, aber es ist leider Real Talk. Ja, und dann redet Christina immer noch mehr Blödsinn. Und ich kann euch gar nicht alles zeigen, aber die nächste Aussage, die fand ich besonders schön. Sie sollen froh sein, dass sie mit mir in einem Format teilhaben können. In der Männervilla gab es währenddessen eigentlich nur noch eine Story zu erzählen, nämlich die Liebesgeschichte zwischen Alex und Vanessa, die immer intensiver und intensiver wurde. Also so schnell fremd geht in der Promi-Staffel sonst eigentlich immer nur Kelvin. Kommen sie jeden Abend ein bisschen näher, halt das Gefühl. Gerade wenn der Alkohol fließt, merkt man, dass er super locker wird. Und ich glaube, dann gesteht er sich auch ein, dass da irgendwas zwischen ihm und mir ist. Ja, und auch körperlich wurde es dann zwischen den beiden ein bisschen intensiver. Und ich bin mir jetzt schon sicher, bei den Bildern wird Christina richtig, richtig ausrasten. Sieht aber halt auch schon irgendwie auf so eine romantische Art und Weise vertraut aus. Da ist was. Ich habe es ja auch schon angedeutet, auch den anderen Männern bleibt das natürlich nicht verborgen. Und noch haben die auf jeden Fall die Hoffnung, dass sie Alex davon abhalten können. Ob das gelingt, müssen wir dann natürlich mal gucken. Leck mir am Arsch. Also manchmal habe ich geguckt und ich habe mir gedacht, boah, ich muss dazwischen gehen. Ja, und das war's dann leider auch schon wieder für diese wundervolle Folge von Temptation Island VIP. Aber ich glaube, die nächste, die wird auch sehr, sehr gut. Denn da gibt's mein ganz persönliches Highlight in jeder Staffel. Herzlich willkommen zu eurem allerersten Lagerfeuer. Und schon jetzt eskaliert es gewaltig. Mann! Dreckige F***. Du Kleine hast dich
Wenn du das nicht verpassen willst, würde ich mich jetzt sehr über ein Abo freuen. Und außerdem würde ich mich auch sehr, sehr freuen, dass wenn du Spiele kaufst, du das am besten bei meinem Partner Instant Gaming machst. Ich packe dir den Link ganz oben in die Videobeschreibung. Und wenn du mich noch mehr unterstützen möchtest, dann kannst du dir auch sehr gerne die Kanalmitgliedschaft-Funktion angucken. Auch die verlinke ich dir nochmal ganz, ganz nach oben. Aber all das musst du jetzt sowieso wieder tun. Denn sonst bist auch du bald ähnlich gut gelaunt wie Christina.